ins Spiel und hat gleich das Glück des Tüchtigen auf der Seite und erzielt den Treffer. Christina Schulz ist ja auch ein Eigengewächs vom Pro-Sport von der ersten Minute an, die hier ihre Handballausbildung begonnen hat. Ja, das war auch ein klasse Pass, da stand sie gut frei. Und jetzt das Kreisanspiel und jetzt gibt es 7 Meter. Und jetzt ist die Frage, ob die Nerven nach wie vor blank liegen oder ob man jetzt dort Sicherheit gewinnen kann am 7-Meter-Punkt. Ja, es ist bereits der 7. 7-Meter. Leider ist es noch nicht so weit. Und es ist der 6. Verworfene. Und jetzt Susi Grimm. Torwartwechsel auf Schweriner Seite und auch Susi Grimm hat mal einen Fuß am Ball, was in der ersten Halbzeit gar nicht gelang. Jona Wenke mit Anlauf. Und Antje Thormann kriegt den Ball. Das ist natürlich schade, es sind Abstimmungsschwierigkeiten, die dort eine Rolle spielen. Aber es scheint immer noch dieselbe Frage zu sein, inwiefern sind sie in der Lage? 7 Meter. Jetzt gibt es 7 Meter und 2 Minuten gegen Jona Wenke. Die ersten 2 Minuten für Schwerin in diesem Spiel. Richtig. Und jetzt gibt es 7 Meter für Pro Sport 24. Und ich glaube, auch das ist der erste. Und Schmoll verwandelt sich ja. Drei Tore vor für Pro 24. Das könnte jetzt die entscheidende Phase im Spiel werden. Ist schon toll für die Spielerin Schmoll, dass er im ersten A-Jugendjahr so in der Ostsee-Spreeliga nach wie vor wie im Polenjahr in der Regionalliga mit auftrumpfen kann als Jugendspielerin. Ja, ihr 8. Treffer in diesem Spiel bereits. Jule Kluth legt er ab, Antje Thormann. Und 7 Meter. Auch da kann Sabine von Anger den Ball erstmal wieder abwehren und 7 Meter. Noch nichts Gutes, 7 Meter Nummer 8. Und Sini Schröder trifft. Treffer Nummer 6, der zweite. Treffer vom 7-Meter-Punkt für Schwerin. 22 zu 20 für Pro Sport. Das ist nicht, da ist aus wie der Platz und die nutzt ihn. Beim Überzahl ist es halt nun mal so, dass es rausgespielt wird und man konnte schon sehen, dass der Kreisspieler die Blöcke einstellt, dass man das für den Außen aufzieht. Ja, das hat auch gut funktioniert, gut freigestanden da und jetzt die offensive Deckung. Eine 3-2-1, wenn ich mich nicht ganz täusche. Tini Schröder jetzt von Kluth eingesetzt. 7 Meter und jetzt gibt es auch noch 2 Minuten hinterher. Christina Schulz. 7 Meter Nummer 9. 7 davon konnten bisher gehalten werden. Und Leonie Schäfer geht jetzt ins Tor für diesen 7 Meter. Gegen Tini Schröder. Halb hoch. Gehalten. Es ist schon langsam dramatisch in diesem Spiel. Wenn man diese 7 Meter zuzieht zu den Tordifferenzen jetzt im Moment, dann wäre es eine klare Angelegenheit für Schwerin. Ja, jetzt ist ein bisschen Konfusion. Schiedsrichter haben den Ball aus dem Spiel geholt vorhin. Jetzt ist der Ersatzball auf der Obertribüne hier über uns gelandet. Und jetzt müssen wir mit dem anderen Ball doch weiterspielen. 23 zu 20 für Pro Sport Berlin 24. Jetzt über außen gespielt, da hat sie 4 Platz. Und der ist nicht drin. Latte, Pfosten, der lange Pass, abgefangen. Aber Glück für Schwerin. Wir bleiben im Ballbesitz, schnell gespielt. Feldkell, Tor. Es entwickelt sich jetzt ein Kampfspiel. Ja, aber das war schlecht aufgepasst auf Berliner Seite.
natürlich völlig frei dazu. Wenn der Flügel offen bleibt mit drei Spielern und kein Deckungsspieler da ist, ist es beim Rückverhalten im Rückzug immer schlecht. So, jetzt beide Mannschaften wieder vervollständigt. Und trotzdem der Wurf von Carolina Eger. Zum Kerstin Felkel. Tor! Sie kommt jetzt mit ordentlich Budebauch und ordentlich Dampf an. 24-22. Jetzt wieder der Ball über Außen. Tor! Diese Dynamik, die in den letzten 3-4 Minuten im Spiel ist, die werden die Mannschaften sicherlich nicht bis zum Schluss durchhalten können. Aber wenn Spieler mit so einer Dynamik kommen, dann sind sie immer saugefährlich. Ja, Frommholz mit dem Treffer. 25-22. Und jetzt geht's hier die letzte Viertelstunde in Berlin. Noch konnte ProSport auf diese schnellen Aktionen eine Antwort finden. Antje Thormann mit dem Fehlwurf hat sie Glück, die kriegt sie den Ball noch. Und Felkel, Tor! Das müssen die Deckungsspieler im Ansatz schon sehen, dass die Dynamik auf die Lücken gestoßen wird. Da muss man schon schnell nachrücken, damit man das verhindern kann. 25-23, Kerstin Felkel. Jetzt wollen wir gucken, wie viel Dynamik das Spiel jetzt noch mitnehmen kann in die letzte Viertelstunde. Viel Spannung werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Da, so viel scheint sicher. Und Felkel hat da die Hand am Ball. Der Pass auf Schröder. Und Tor. In dieser Phase darf man sich keine Fehler erlauben. Kommt prompt die Antwort durch ein Tor. Ja, und das auf beiden Seiten. 25-24 jetzt. Und mit 14 Minuten sind noch eine lange Zeit in so einem Handballspiel. So ist es. Und da ist wieder keiner da. Und Susi Grimm. Und Felkel holt sich da den Ball. Klasse gehalten von Susi Grimm, die jetzt so langsam den einen oder anderen Ball bekommt. Und so könnte man... Hätte man natürlich den Eindruck gewinnen können, jetzt hat sich Schwerin so langsam gefangen, kämpfen sich ran und machen dann ihr Spiel. Aber diesen Eindruck habe ich hier heute nicht. Wir müssen uns überraschen lassen im Verlauf der weiteren Spielzeit. War ein schöner Doppelpass-Spiel und es ist wieder Kerstin Felkel. Das sind natürlich einstudierte Laufwege, die hier zum Erfolg führen. Die hatte man in der ersten Halbzeit vermisst. Man sieht hier, dass der Erfolg dadurch nicht ausbleibt. Ja, da haben sie sich die zweite Lücke geschaffen. Und der Ausgleich für Schmerin. Oh, da sucht sie sich die Lücke und da ist die Lücke. Da sah die Deckung von Schibirin genauso schlecht aus wie eben die von ProSport. Richtig, genau bei Gegenseite. Kinscher scheitert. Ich denke mal, es ist angebracht, das Tempo rauszunehmen von ProSport Seite, um wieder Ordnung reinzubekommen. Ich denke mal, es geht sonst hier hoch her. Und die Kondition wird zum Schluss sowieso zeigen, wer der entscheidende Spieler ist, der den Kick geben kann für das Spiel. Ja, da wird es natürlich sehr darauf ankommen und wir wissen, dass Grün-Weiß über 60 Minuten Vollgas geben kann. Das haben sie schon bewiesen. Jetzt der Pass nach außen. Und der darf natürlich niemals rein. Kurze Ecke Torhüter hatten wir schon mal. Ja, da muss sie natürlich gewappnet sein. Das ist ihr Ding im Tor. 27-25. Schönfelder war das. Und Felkel. Tor! Nein, es gibt 7 Meter, übertreten. Und es gibt 7 Meter und wir wissen,
7 Meter Nummer 10 ist das und wir haben erst 2 Treffer auf der Habenseite. Eine Katastrophenbilanz. Im Moment steht die linke Deckungsseite von Pro Sport natürlich nicht so günstig. Da fallen die meisten Treffer oder die meisten Situationen gehen dort schief. Ante Thormann jetzt. Da wollen sie die Torhüterin tunneln und es gibt... Kinscher ist da rechtzeitig da, holt den Ball für Schmerin. Schiedsrichter sehen natürlich im Moment nicht gut aus. Und jetzt der Konter. Und er ist drüber. Der Ball muss natürlich rein in so einem Spiel. 100% hier, natürlich. Solche Bälle entscheiden Spiele. Aber erstmal, wir bleiben dabei. 8 Fehlwürfe per 7 Meter. Und Antje Thormann jetzt, Tor. Der zweite Treffer. 27-26. Noch sieht es nach einem heißen Tanz aus. Ja, und ich denke mal, wir werden auch bis zum Schluss hier mit das Rennen in den Kreis getreten. Und jetzt danke für Schmarin. Sah für mich erst blind gespielt aus, aber da war da doch einer. Ja, ich denke mal, war kein Foul, aber Schiedsrichter entscheiden. Jetzt Jule Kluth verlässt die Platte und Joda Wenk kommt wieder aufs Feld. Und Benny Künzel, da hätte sie selber gehen können, die Lücke war da. Und jetzt wird gleich Zeitspiel angezeigt. Über der Mittellinie ist Zeitspiel. Mal sehen, was die Schiedsrichter sagen. Jetzt zeigen sie Hand geht hoch. Das Zeitspiel an und das ist Jona Wenk. Kommt ja nicht zum Hochsteigen, jetzt gibt es den 7. Und jetzt kommt das, was man im Handball dann an Stellen bezeichnet. Antje Thormann auf Jona Wenk. Wieder gehalten. Aber der Ball im Seitenaus, deswegen Ballbesitz für Schwerin. Kein Zeitspiel mehr. Und Kinscher auf Schröder. Tor! Ein ganz starker Ball und jetzt gibt es noch 2 Minuten. Große Unaufmerksamkeit in der Deckung. Einwerfender Spieler. Wird nicht der Gegner kontaktiert, sondern man lässt ihn fangen. Ja, es war. Man hat es gesehen, sie hat ganz lange gewunken hier auf der Seite. Kinscher wirft komplett rüber und sie nutzt die Lücke zum Ausgleich. Und jetzt natürlich schlecht für Pro Sport 24 auch noch Unterzahl, obwohl heute, wer weiß. Ja. Und Auszeit genommen für Pro Sport 24 Berlin. Jetzt wird er sie nochmal einstimmen auf die letzten 10 Minuten, auch um ein bisschen Zeit runterzunehmen von der Unterzahl. Es geht ja nochmal, um sich bewusst zu werden, welche Situation da steht beim Unentschieden. Und noch verbleibende 9 Minuten ist es natürlich jedes Tor, was jetzt fällt, immer schwer wieder aufzuholen. Ja, umso weniger Zeit bleibt, umso schwerer wiegt jedes Tor, was man fängt, aber auch was man wirft natürlich. Ja. Ist ja noch nichts entschieden. Pro Sport hat in Unterzahl immer ein Tor gemacht. Es war noch keine Überlegenheit da. Obwohl sie sehr viele Zeitstrafen jetzt gehabt haben, muss man sehen, dass es eigentlich daran beim Ausschlag des Spiels bis jetzt nicht gelegen hat. So ist es, also darüber wird in Schmerin definitiv zu reden sein, über das Überzahlspiel. Und ich glaube, eine Tageseinheit, 7 Meter ist dem Mädels sicher. Mit Konsequenzen. Ganz sicher, denn das war ganz schwach heute. Der Ball ist zu weit. Es war eigentlich aus dem Kreis gegriffen. Schiedsrichter, lass es durchlaufen. Der Ball ist in der Luft. Der Ball ist in der Luft. Und dann hat man das. Ja.